Krass, das ist irgendwie echt das schnellste Turnier aller Zeiten. Das geht ja instant los. Also Map Change, Knife und dann. Boah. Normalerweise sind wir meistens so 10 Minuten Pause oder so. Aber hier scheint die Admins echt Druck zu machen. So, NiP startet, CT. Haben sie bisher eigentlich auch immer gemacht. So, vielleicht nochmal ganz kurz gucken, wie es bei dem anderen Spiel steht. Im Spiel am Platz 3. Ah, da hat Lemondox die erste Map gewonnen, 16-14. So, mit Tree Starting, genau, ist jetzt weg. So, NiP scheint hier... Cutters zu pushen, beziehungsweise Mitte hoch zu gehen, pushen auch lang. Also spielen da so eine Zange. Kürz steht allerdings sehr defensiv. Könnten das eigentlich wissen, dass sie hochgehen. Oder dass sie zumindest das Offensiv spielen. Und guck mal, wo NiP schon steht. Na, du kannst den Ernst nicht machen. So, ach, wie extrem gut das NiP auch spielt, dass sie da unten noch ablenken. So, jetzt wissen sie es aber spätestens. Jetzt wissen sie auch, dass da zwei sind. Schöne Reflex von Skurk. Boah, was für Duelle. Jetzt musste wieder der Reflex eigentlich kommen. Oben Todesgang kommt auch. Sehr schöne Schlagabtausche gerade. Und nur noch Exist. An kurz. Kein Kit. Keine Weste. HE. Gar keine schlechte Ausgangslage für Curse. Gehen jetzt auch lang durch, haben sogar noch zwei Smokes. So, wenn Exist jetzt, wenn die ja eh nicht direkt sitzt. Boah, die sitzt echt richtig gut, aber na so, schön. Pistol so mit einem Curse, richtig geil gespielt. Das schien aber auch so, als ob sie wussten, dass NiP gern offensiv kommt. Haben da auf jeden Fall das sehr, sehr, sehr gut alles gehandelt. Die Reflex kamen und das ist wirklich das Wichtigste in so einer Situation. Trotzdem war es gut gedacht von NiP. Also es war schön gespielt. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Na, kann das Ergebnis mal hier wieder... So. Hauptsache Freeberg gibt erstmal einen One-Click. Und Alu nur mit P250. Spannte also auf AWP. Ist auf jeden Fall frei, eine gute Entscheidung. Allerdings Getright schon Mitte oben. Sagt das also sowieso schon an. Ist aber schon drauf. Trotzdem kann die Runde nochmal eng werden. Skurk wurde gut weggesprengt. Boah, ist direkt am Tor einer. Oh, wie schießt der denn da? So, kein Equipment mehr auf beiden Seiten. So, jetzt stirbt Skurk. Jetzt müssen sie drei Finnen hier richten. Das wird wirklich eng. Aber NiP lässt sich zu viel Zeit. Boah, schöner Headshot. Ah, die wollen hier nur die Exit-Tracks. Schade. Wieder lang. Forest mit Scout. Will der trollen oder was? Boah. Guck mal, wie viel Schaden die schon bekommen haben. Die guten Finn. So, wissen somit recht
können das Ganze gerade ziemlich genau eingrenzen, wo Curse gerade steht. So, gehen auch über kurz. Ja, das ist die spannende Frage, ob Faust sich hier wirklich verkauft hat. Ich gehe fast davon aus. So, Gadget hat da, glaube ich, auch eine Pumpe. So, Faust, die Frage, safe dir die Waffe? Ich würde es fast sogar machen. Ich weiß nicht. Ich finde die Waffe nicht so schlecht. Man tötet halt mit zwei Schuss. Man ist recht billig. Tja, es war wahrscheinlich wirklich ein Fehleinkauf. Jetzt gucken, wie viel Faust hat, wie viel Geld. Oh, direkt alles ausgegeben. So, für den Helm hat es auf jeden Fall gereicht. Und was hat er in der Hand? Eine Famas. Na, okay. Er hat sogar noch eine Smoke. Na gut. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das geplant war. So, Alloz diese ganze T-Base. So, Reflex kann jetzt auf jeden Fall ansagen, dass das Plateau einer ist. Sprengt den auch weg. Ein bisschen riskant da mit der Bombe vielleicht. Oh, und er hat ihn bekommen. Wie hat er denn vorher die Hits bekommen? Oh, einer. Oh, wer hat da übernommen? Forrest hat er übernommen. Ganz stark. Und Reflex. Was, sie drücken? Ey, die Finnen sind so krass. Ohne Witz. So, haben sie den B-Spieler schon... Und, nee, am Tor ist nur einer. Oh, der hört ja aber sich selbst. Xist mit gutem Timing hinterher. Getright kommt aber relativ spät. Oh, die haben tatsächlich nach hinten aufgepasst. Getright viel Plan über das Tor. Nur noch eine Flash. Getright versucht es zu entscheiden. Er weiß genau, wenn er jetzt schnell ein, zwei Flex macht, kann er es holen. Eine gute Entscheidung, Satz. Vielleicht nicht so... Außer auf den ersten Blick, aber er hat es versucht, die Bombe war noch nicht geblendet. Hat leider nicht geklappt. Curse gewinnt hier die erste Equipped Round. Ah, okay, danke. Reflex konnte den Haikel machen, weil es einen Fußhit Mitte mit Arme gab. Habe ich gar nicht gesehen. Aber ich kann ja auch nicht alles mitbekommen. Achso, die gesaved AWP. Boah. Hat er einen Hit bekommen? Da B rein pushen, hat Natra den aber gesehen. Skog schön lang abgewartet. Bei einer Minute wurde er da reingegangen. Und Curse über kurz. Ne, gibt einen B-Split sogar noch. Und dann einfach ein B-Go. Gefällt mir auf jeden Fall, wie sie spielen. Warten sehr, sehr, sehr lange. Und entscheiden sich dann einfach gemeinsam B zu gehen. Geben Gas, bleiben zusammen. Da kann wirklich fast nichts anbrennen. Letzte Posi vom Getreds auch bekannt. 5-0 Führung. So, und die jetzt einfach mal nutzen. Irgendwie so ein 13-2 oder 12-3 wär mal der Hammer. Alu mit Top Spawn zum B. Ach, schade, er nutzt es nicht. Aber es ist auch nicht so einfach, da am Plateau einen zu töten. Meistens ist der CTE blind. Der T. So, hier wieder recht zügig, hat das aufgebaut. Kurz mal eben gesprengt. Oh, einer schon lang im Häuschen.
extrem weit von Getrite natürlich. Wer sonst? Oh, wenn da jetzt einer am Tor ablenken würde, wäre es krass. Oh, sieht Getrite den Schatten, den zweiten sieht er auch. Und das ist das Krasse in dem Spiel. Man muss kann teilweise mit Schatten, mit über die Schatten agieren. Das weiß ich selbst. Hab ich selbst noch null Erfahrung mit. Keine Ahnung, welche Posis man da. An welchen Posis man da den Schatten sieht. Jetzt hat man es auf jeden Fall richtig gut bemerkt. Dass der reinschleichende T auf jeden Fall den Nachteil hat. Nicht übel, Herr Alesund. So, die Finnen versuchen nochmal das, was sie. Was eigentlich klappen könnte. Boah, ganz wichtiger Shot. B ist nur noch einer. Den wollen sie jetzt befahren. Sie haben noch 19 Sekunden. Forrester am Plateau. Immer noch hinten am Spot. Verschießt. Schönes Movement von Natu. Forrester hat da richtige Probleme. Kriegt keinen. So, Bombe muss instant geplantet werden. Da gibt es keine Zeit mehr. Wie wollte ich sagen? Nip auch relativ weit weg, um das zu blocken. Haben es jetzt auch nicht geschafft. Wieder die Unterzahl. Und sie machen auch keine Anstalten zu safen. Das wird die sechste Runde sein. Richtig stark von Curse bisher. Sonne muss im Süden sein, da ist die Pose gut für den Schatten. Dazu müsste man wissen, wo Süden ist. Ich weiß gar nicht, wo die. Aber jetzt auch mal ein guter Start für Nip. Reflex nur ab. Ach so, war sogar ein Witz. Ich lachte. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wo die Bombe, wo die Sonne hier sein soll. Also wo die Lichtquelle hier sein soll, die ist ja überall. Gibt's ja nicht die Sonne. Oh boy, da oben ist sie. Ah, da macht das natürlich sogar Sinn. Also hier macht es auf jeden Fall Sinn. Ich denke, hier hat man auch einen Nachteil, wenn man hier rumschleicht. Wobei. Das sind halt alles interessante Sachen, die. Ja, die ergeben sich halt mit der Zeit. Ich meine, das Spiel ist ein halbes Jahr alt. Als ob man da alles wissen könnte. Das gibt sich dann mit den 1000 Stunden, die man dann im Spiel verbracht. Verbringt ungefähr. So, schade. Curse fängt den First weg. Und dann sieht die Runde direkt mal unglaublich schlecht aus. Wir können ja mal E-Sport Sprichwörter erfinden. Das wäre mal was. Schneller A-Split. Ah, bisher sieht das ganz solider aus, solange Nasu unterlebt. Sehe ich das Kürze sogar im Vorteil, wobei. Ah, jetzt sterben sie. Nasu mit dem Essen. Ah, Priam sitzt nicht ganz. Bombe leider auf Spot down. Nip hat da auch einen extrem schnellen Retake gestartet. Aber finde ich gut, dass Curse weiterhin Sachen probiert. Mal schnell, mal langsam. Und hey, immerhin kriegt er noch die Bombe durch. Und das ist schon mal besser als nichts. Beschert seinem Team somit nochmal 800 extra.
Und das ist als Terror eine Menge Holz. Nochmal der Standardaufbau. Nip variiert aber auch. Blockender kurz. Gateway zielt nur auf die Kiste vor, wo der T raufspringen kann. Oh, verwirft er seine Smoke. Zieht sich jetzt auch richtigerweise weg. Wir flanen und lang. Freeberg Mitte. Nehmen sie lang wieder ein. Skurk deckt aber nur am Tor ab. Da wird also nichts anbrennen. Die HEs gehen auch ins Leere in kurz. Nip schließlich schon lange Zeit weg. So, jetzt der Go mit raus, Flash. Oh, die Gegner. Schöner Refrag von Nasu. Oh, sauber. Und B auch gestorben. Krass von Skirk. Alu legt an. Alu legt an. 22 HP bei Get Right. Oh, der trifft. Ganz, ganz, ganz stark von Curse. 7-2. Nip leider noch nicht broke. Leider, leider, leider. Aber es sieht richtig gut aus für Curse. Oh, Pause. Keine Ahnung, was hier los ist. Nevermind. Warum? Sorry. Pause. Pause! Ja, egal. Ja, ja, siehst du? Das habe ich vorhin auch schon gedacht, dass sie gecrashed ist. Und jetzt schon wieder. Boah, wie viel Unruhe sowas reinbringt. Ich hoffe, das bringt sie jetzt nicht komplett aus dem Spiel. Schade, dass es sie schon den First Track gekostet hat. Geht halt wieder der Ekelhaft. Oh, jetzt werden wir gleich wieder in den Schatten sehen. Pass auf. Oh, aber er macht den Frag nicht. Und er kommt sogar. Oh, mit 2 AP raus. Ich wollte schon sagen, mit viel. Weil ich bei Alu geguckt habe. Aber eine nette Pose kann man sich auf jeden Fall merken und abgucken. So, B-Smoke kommt. Boah, Forest jetzt aber. Forest 1, Forest 2. Mate auch da, Gegenflash kommt. Forest 3, Forest 4, oder nicht? Ah, Forest hier. Ach, da sieht man es auch unten. Wunderbar, neben seiner Anzeige. Übrigens auch neu seit dem letzten Update. Und natürlich auch schon im Special Bumrum TV GUI integriert. Die Anzeige, wie viel ein Spieler umgeholzt hat in einer Runde. So, einmal B-Rush. VS 1, 2, VS wieder mit... Boah, nice. Pistols aber bei... Curse. Jetzt kriegen sie die Bombe weg. Ja, sehr gut. Was da für Headshots fallen? Vor allem für Flan ist auch low. Knapp, knapp, knapp. Geld haben sie auf jeden Fall wieder. Hallo, sollte sie sich eigentlich auch eine Awe leisten können. Frage ist, ob sie weiterhin mit Awe spielen. Was ich mir wünschen würde, ist ein B-Split-Fake, Argo. Allgemein Fake hier von Curse noch nicht wirklich gesehen. Sie haben meistens irgendwas gespielt oder irgendwas gemacht, aufgebaut. Am Ende sind sie ja meistens B raufgerannt. Vielleicht nochmal der schnelle A-Split. So sieht's auch danach aus. Ah, bisschen auf Contact diesmal. Oh,
Lang kommt keiner, aber Getrite pusht zum Glück nicht raus. Gegen B-Split steht man eigentlich auch ganz gut. Oh, wir flanen am Mini-Schlitz, aber vielleicht direkt gegen. Schöner Frag von Reflex, gutes Gas, direkt hinterher. Genau alles richtig gemacht. So, sind auf A rauf. Getrite noch an Lang, das sieht richtig gut aus. Vielleicht unnötig von Reflex sich da zu zeigen. Oh, schön durch die Smoke von Alu. Hat noch den Schemen gesehen da am Rand. Und Nip kommt tatsächlich nochmal hoch. Über Schräge. Oh, da kann eigentlich selbst Nip nichts mehr machen. Nasu, 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 Nasu. Die Bombe tickt. Nasu! Was ein Fail! Nein! Was macht der denn? Anstatt dass der vorläuft, einfach nochmal ein bisschen ums Eck geht und den Zeti tötet. Nein, da bleibt er stehen. Irgendwie auf einer Erhöhung springen und die bang. Warum? Warum passiert sowas immer gegen Nip? Achso, für Nip. Also ihr wisst schon, was ich meine. Oh mein Gott. Die Runde war immer sowas von gewonnen. Ständes 8-4, Ständes 8-4. Nip hätte kein Geld. Das ist, glaube ich, sogar wirklich nicht. Und dann hätte man hier echt das 11-4 oder so machen können. Och. Ich hoffe, sie lassen sich davon nicht so runterziehen wie ich gerade. Alter. Boah, aber schön von Alu. Holt die 2 gegen 2 Situation raus und get right bitte. Oh. Hat diesmal nicht das Timing. Sie kommen auf jeden Fall auf B rauf. Wir flanen nach vor B am Loch. So, Gegenflash, planten. Nipples aber schnell. Retake versuchen, sind aber abgeflasht. Was ein Tänzchen schon da in der Luft. Aber was ist das eigentlich mit den Sounds? Warum backen die so rum? Die manchmal nicht abgespielt werden. Ach, immerhin holen sie die Runde. So, jetzt bin ich gespannt. Nip. Am Geld. Ja, sehr schön. Ach, immerhin müssen sie jetzt nochmal sparen. Also vielleicht doch nochmal alles drin. Mit einem 10-5. Dieser Forest. Einfach ein Clown. Also im positiven Sinne. So, zweite Map bei Lemondox gegen Anexus läuft auch. Da führen die Zitronen mit 6-2 auf Mirage als CT. Und wir sind in der letzten Runde der zweiten... der ersten Halbzeit. Oh, Getrite duckt sich... Den nicht gesehen. Och, wie knapp das auch schon wieder war. Oh, wenn er jetzt da hochspringt. Jetzt hat er auf jeden Fall. Sie wissen, dass kurz offensiv ist. So, und anscheinend direkt die Entscheidung getroffen, Lang einzunehmen. Sehr schön. Alu sollte nicht zu viel riskieren. Einfach Def abdecken. So, Lang eingenommen. Sehr schön. Ein Sechsleck gespielt bisher von Curse. Nip schiebt wieder auf Spot. Jetzt hat wieder Curse quasi die Mitte zurückerobert.
Und jetzt können sie eigentlich spielen, was sie wollen. Also die Ausgangslage ist gerade sehr gut. So, wir werden zurückgeflasht von Getright. Und schieben echt über lang. Nicht schlecht, nicht schlecht. Getright jetzt keinen Macht. Autodirector. Hurending. Boah, den macht er nicht. 2 gegen 4.